Zu wenig Praxis, das hört man immer wieder, wenn man einen Blick in die deutschen Klassenzimmer wirft. Der Unterricht, der sei viel zu theorielastig und würde nicht genügend auf das spätere Berufsleben vorbereiten. Das bemängeln zumindest viele Schüler an unserem Schulsystem. Die Herbert-Grillo-Gesamtschule in Marxloh hat da aber eine gute Lösung gefunden. Die bietet nämlich seit neuestem berufsorientierende AGs an. Und in denen müssen die Schüler ganz schön mit anpacken, wie wir gestern gesehen haben. Jeden Dienstag schwingen Furkan und seine Freunde für 2 Stunden die Fahrpinsel, um diese Wohnung im Duisburger Stadtteil Marxloh wieder auf Vordermann zu bringen. Und das während der Schulzeit. Schwänzen tun sie dafür aber nicht. Sie alle sind Schüler der Herbert-Grillo-Gesamtschule. Ihre Arbeit Teil einer Schul-AG. In der unterstützen sie das Projekt Bewiesen. Leerstehende Wohnungen sollen wieder aufgepäppelt werden. Für den 14-jährigen Furkan eine tolle Erfahrung. Nicht nur, weil es für eine gute Sache ist. Wenn ich das jetzt mache, weiß ich im späteren Leben, okay, ich habe es gelernt, ich weiß, wie man das macht. Dann kann ich das auch später anwenden vielleicht. Und genau das ist das Ziel dieses Projektes. Die Schüler sollen erste praktische Erfahrungen sammeln und Sozialkompetenzen erlernen. Das ist auch Gabi Klar besonders wichtig. Sie hat das Projekt ins Leben gerufen. In den normalen Unterrichtsfächern haben sie ja nicht so die Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Wir möchten ja gerne, dass die Schüler sich jetzt schon möglichst auf ihren Beruf vorbereiten, dass die schon wissen, wo liegen meine Stärken, was kann ich gut. Was kann ich eventuell, was kann ich machen, wenn ich die 10. Klasse verlasse? Dafür legt man hier selbst Hand an. Streichen, tapezieren, Fliesen verlegen. Alles, was eben zum Renovieren dazugehört. Tatkräftige Unterstützung bekommen die Schüler von Rüdiger Geißler. Er ist Lehrer an der Herbert-Grillo-Gesamtschule und selbst Hobbyhandwerker. Ich habe ein gutes Team und deshalb macht das auch Spaß und Laune. Machen auch schon mal Quatsch durcheinander, also es muss auch Spaß machen, ne? Nicht nur arbeiten. Jeder gibt sein Bestes und die Wohnung wird danach auch sehr gut aussehen. Damit diese Unterkunft irgendwann bewohnbar sein wird, ist noch so einiges zu tun. Und die Jugendlichen haben sich ein straffes Ziel gesetzt. Bis zu den Sommerferien wollen sie mit den Renovierungen fertig sein. Tolles Projekt, wie ich finde, das natürlich ohne einige Partner nicht möglich gewesen wäre. Die GEBAG ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass die Schüler fleißig in dieser Wohnung an der Wiesenstraße werkeln dürfen. Die wurde nämlich kostenlos von der Wohnungsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Deshalb wollen wir auch noch weiter über das Projekt Bewiesen sprechen. Und zwar mit Dennis Ifkowitz von der GEBAG. Herr Ifkowitz, herzlich willkommen. Dankeschön, herzlich willkommen. Jetzt war ich gestern selbst vor Ort in der Wohnung, durfte mir das Ganze mal so ein bisschen anschauen. Und ich muss wirklich sagen, soweit ich das beurteilen kann, die Schüler haben sich als Handwerker wirklich sehr gut geschlagen. Wie ist das jetzt für Sie zu sehen, dass Schüler eine Wohnung der GEBAG renovieren? Wahrscheinlich erstmal ein ungewohntes Bild für Sie, oder? Auf jeden Fall. Die erste Frage, die wir da damals gestellt haben oder beziehungsweise die man da klären musste, ist, jetzt lasst ihr von Kindern eure Wohnung da renovieren und das sollte ja so natürlich gar nicht sein. Wir sind sehr froh und finden es großartig, dass die Jugendlichen da die Chance bekommen, diese praktische Arbeit zu leisten, praxisnah sich unterschiedliche Gewerke anzuschauen, auf das Berufsleben vorbereitet werden, auf die Ausbildung vorbereitet werden und da wollten wir natürlich sehr gerne mit unterstützen. Und die Arbeit, die bisher zurecht dahin legen, großartig, wirklich sehr schön. Fand ich gestern auch, was ich da zumindest gesehen habe. Die Idee, die kam jetzt von der Frau Klar, die wir auch gerade im Beitrag gesehen haben. Wie ist denn überhaupt die Zusammenarbeit zwischen der GEBAG und der Herbert-Grillo-Gesamtschule entstanden? Das war im letzten Jahr, im Sommer. Da kam die Sprecherin des Arbeitskreises in Duisburg auf uns zu, Arbeitskreis Duisburg-Marxloh, AKDU 11, auf uns zu, weil man sich mit der Frage beschäftigt hat, wie gehen wir mit dem Leerstand in Marxloh um? Und da sind wir froh, dass wir erste Ansprechpartner waren, dass man uns mit ins Boot genommen hat und wir wurden im Endeffekt eingeladen, einfach mal mit zum Arbeitskreis zu kommen und vielleicht gemeinsam zu diskutieren, so als Fachleute. Und dann bei dem ersten Treffen hat Frau Klar unter anderem mich dann angesprochen und von dieser Projektidee erzählt und wir waren sofort Feuer und Flamme und
konnten da dann auch schnell dran weiterarbeiten. Haben also sofort Ja gesagt, als Sie davon gehört haben. Jetzt haben Sie gerade gesagt, jetzt will man mit diesem Projekt eben nicht nur erreichen, dass Schüler natürlich erste praktische Erfahrungen sammeln, sondern man will mit diesem Projekt auch so ein bisschen ja, den Leerstand entgegenwirken. Mhm. Also ein Projekt, das sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Hat damit dieses Projekt auch langfristig Potenzial für Sie? Ja, auf jeden Fall. Marxloh hat nun mal viel Leerstand und auch renovierungsbedingten Leerstand. Und wir möchten damit zum einen unterstützen, jetzt in dem Straßenzug, in dem die Schüler der Herbert-Krillo-Gesamtschule tätig sind, dass man dem Ganzen wieder einen neuen Charakter gibt durch dieses Projekt. Und zum anderen wäre es toll, wenn das Ziel von Frau Klada verfolgt wird und es so greift, dass dort eine Schülerfirma entsteht und dann darüber sozial Benachteiligten die Chance ermöglicht wird, dass man da Unterstützung in dem Bereich Renovierung bekommt. Jetzt renovieren diese Wohnungen ja Schüler, die ja vielleicht an erster Stelle nicht so viel Erfahrung mit dem Handwerk haben. Mhm. Jetzt wollen Sie natürlich von der GEBAG, dass die Wohnung am Ende auch gut aussieht. Später vielleicht auch ein gewisses Risiko mit, dass jetzt Schüler, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, diese Wohnung auf Vordermann bringen und nicht Profis? Nein, dass wir da jetzt nicht das Fachwerkunternehmen drin haben, das ist ja ganz klar, dass das durch Schüler hergestellt vielleicht nicht perfekt alles ist, wobei die wirklich eine großartige Arbeit leisten. Das stimmt, ja. Das Ganze hat ja im Endeffekt einen sozialen Gedanken auch, weil die Wohnung ist ja nicht nachher für die Vermietung, sondern soll einem sozialen Projekt in Marxloh wieder zugänglich gemacht werden, dass einer der Akteure aus Marxloh, einer der Projektpartner oder auch sonst wer, das wird sich noch herausstellen, dort etwas in der Wohnung anbieten kann. Also wir werden die ja danach nicht zu unseren Zwecken an irgendeinen Mieter wieder vermieten und Mieteinnahmen dadurch nehmen, sondern es wird einfach weiterhin von uns kostenfrei zur Verfügung gestellt, um dort Stadtteilarbeit leisten zu können. Das heißt, die Wohnung steht dann später für soziale Projekte zur Verfügung. Kann man da schon genaueres sagen, was für soziale Projekte das sein werden? Nein, also eigentlich noch nicht, weil wir sitzen mit dem Lenkungsausschuss, also den unterschiedlichen Projektpartnern, regelmäßig zusammen. Und das ist einer der nächsten Steps. Denn die Wohnung selbst, da sind jetzt bald die Malerarbeiten durch, aber es kommen natürlich noch weitere Gewerke. Da dürfen dann im nächsten Jahr die nächste AG ran, sich mit den Holzarbeiten beschäftigen, einen Boden zu legen oder vielleicht noch mal ein paar Fliesenarbeiten kennenzulernen. Und deswegen wird es noch etwas dauern. Und das Ganze haben wir dann aber auch vor, wollen wie eine kleine Ausschreibung in dem Stadtteil bei den Akteuren machen. Und die Leute sollen sich quasi darauf bewerben, also kostenfrei diese Wohnung zu bekommen. Und das tollste Projekt wird dann im Endeffekt diese Wohnung erhalten, um das Angebot dort anbieten zu können. Tolle Sache, und es hat sich gerade auch schon so ein bisschen angehört, dass es eine Fortsetzung dieses Projektes geben soll. Ja, oder? So hoffen wir sehr. Ja. Die nächste Wohnung steht quasi schon bereit, direkt darüber im selben Haus. Und genauso aber auch soll das Gewerk Außenanlagen, also Grünpflege, noch mit kennengelernt werden. Deswegen, man möchte auch den Garten noch gestalten. Also von daher, wir freuen uns darauf, dass es Perspektive hat, auch weiter fortgeführt zu werden. Das Projekt kommt auf jeden Fall gut bei den Schülern an. Haben sich ein straffes Ziel gesetzt bis zu den Sommerferien. Also Anfang Juli soll die Wohnung fertig renoviert sein. Unrealistisch oder ein realistisches Ziel Ihrer Meinung nach? Meiner Meinung nach absolut realistisch. Die sind da mit so einer Liebe und Leidenschaft dabei und freuen sich immer wieder darauf, wenn es Dienstag bzw. Donnerstag ist, da weiter werken zu dürfen. Von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass sie das Ziel schaffen. Herr Efkowitz, ein schönes Projekt, das Sie da auf die Beine gestellt haben und Sie unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank.